Hallo, liebe Freunde, und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von dem Blockbuck Sky Vlog. Und heute werde ich eigentlich weitermachen, aber erstmal zur letzten Folge. Letzte Folge könnt ihr gerne mal auschecken. Habe ich ja gesagt, wegen den neuen Plan oder so für September neu. Tut mir leid. Und ja, jetzt einmal zum Dings. Wir werden heute weiter auf Insel machen. Also Inselbewertung, wie das so ist. Und heute habe ich den 2 hier. Aber ich habe jetzt gerade ein Video gemacht. Geht nicht ein, hat da keine Version, weil er einfach gar nicht mehr online ist, weil es Wurst ist. Ja, da muss man sein einfach updaten, fällt aus. Da sieht man, dass gar nichts mehr kann können. Ja. Und erstmal zum Video. Also jeden Montag kommt jetzt immer noch Bevos raus um 16:30 Uhr. Dies habe ich, kommt gar nichts raus. Mittwoch Skyblock um 16:30 Uhr. Und das ist erst ab diese Woche. Donnerstag kommt Quarkman 4 in Klammer Minecraft als Premiere raus um 17 Uhr. Freitag. Es könnte sein, dass Freitag mal was wird wieder, aber ist egal. Sag ich euch Bescheid. Samstag kommt Blockman Go Skyblock und also kommt 13 Uhr raus und Sonntag kommt Quarkman 4 in Klammern Minecraft um 12 Uhr raus. Das heißt, Quarkman 4 kommt jeden Donnerstag und Sonntag raus. Blockman Go Bevos nur Montag raus und Skyblock kommt jeden Mittwoch und Samstag aus. Erstmal so, es ist unterschiedlich. Vielleicht mache ich nur mal 14 oder so. Ich meine, ja. Es wird eh im Oktober alles ändern, weil ab Oktober wird auf meinem dritten Kanal klar kein Blockman Go rauskommen. Das, der Grund ist, weil ich möchte mich jetzt mit Minecraft zusammentun oder so. Also mit Quarkman 4 meinte ich. Und vielleicht kommt da mal Quarkman 4 mal raus mit Mods oder Mods ohne. Und ich habe dann noch was vorgeschlagen. Nämlich, es könnte auch mal zweimal. Nein. Nadia. Alles gut? Und wie immer werde ich immer gestört. Super. Aber ist egal. Was wollte ich gerade sagen, genau? Und ja, da kommt, es könnte sein, dass in Oktober zweimal Roblox rauskommt. Ihr wisst ja, noch nicht so richtig bestellt. Ich spiele mal auch mal Roblox. Aber es wird in Roblox kein Horrorspiel werden. Das könnt ihr mal schön vergessen. Bei Roblox werde ich mal friedliche Sachen spielen. Und ich werde vielleicht auch mal die Rainbow Friends mal spielen. Aber das entscheide ich. Es könnte sein, dass mal Roblox mit Horrorspiele werden. Ich habe es gerade gesagt, es kommt geiler. Ist egal, was ich gelabert habe. Es könnte sein, dass es mal Horrorspiele kommen. Einmal und einmal ohne. Also friedliche Spiele. Das ist erstmal den Lauf hier machen. Und jetzt, es ist reich jetzt für das Thema. Das können wir uns gerne im Oktober alles ansehen. Und im Oktober werden bei meinen Beinen kann ja auch was anderes sein. Egal. Heute ist erst dran. Wir werden heute auf die 2 eine Bewertung machen. Ich bin gespannt, wer es ist. Wenn jetzt nicht einer wieder diese verfickte Scheiß-Version abgearbeitet. Sorry. Ey, denn dann raste ich aus. Da kann ich die auf den Wunden schmeißen. Nein. Danke. Hauptsache er. Das ist auch meistens im Online. So, wenn wir gleich schauen.
Und ich fahre gleich runter, geil. So, da werde ich jetzt... Oh mein Holy... What the f... Nein. Das ist jetzt nicht dein Ernst. Was ist denn hier los? Oh. Alter. Okay, das ist schön, dass er mal so gemacht hat. Was ist denn... Oh mein Gott. Ach so, er muss noch sein Dach machen. Also okay. Aber die Insel ist mal richtig geil. Hier kommt man nicht rein, weil es für sich ist. So, hier kann man rein. Was sehr nett ist von ihm. Breakfast Room. Frühstücksraum. Okay. Aber hier gibt man hier raus. Wow. Schön alles aufgeteilt. Das ist der Balkon. Ja, das ist doch ein Witz. Das ist doch der Balkon. Okay, hier hat er was vergessen. Ach, das wird hier noch gebaut. Wow. Was zum Fisch. Das ist der Sing Song Block Tower. Ach, das ist erstmal wohl ge... Naja. Aber hier auch schön hier mit Emma-Blöcke und diese komischen Blöcke, die Star-Blöcke. Okay, Leute. Das ist doch ein Witz. Leute, lasst ein Like da. Für mehr Videos. Ja? Da würde mich auch sehr freuen. Aber die Insel. What the f... Okay. Hier kann man nicht sagen, dass es sein Lager ist. Okay, hier kann man nicht... Nein, ich mich noch nicht schauen. Und ich würde sagen, das... Alter, was ist das? Nein. Aber das wird ja alles noch gebaut, das ist schon sehr gut. Er hat immer so Kreativitäten. Und ich würde jetzt mal sagen, er ist der Einzige, der mal richtig clever ist. Zu David auch. Aber mir fehlt noch was. Okay. Ich ziehe mir mal einen halben Punkt ab. Einen halben. Für, naja. Okay, das finde ich gut. Das ist der Briefkasten, okay. Es ist noch nicht fertig gebaut. Okay, das heißt. Aber das hier. Das. Ich sag ja nichts. Also, das ist nicht dein Ernst. Ja? Das gehört eigentlich zu da. Was auch ein Wind ist. Aber halber Punkt wegen das hier. Weil das muss eigentlich da hochkommen, aber ist ja deine Entscheidung. Finde ich nur. Ist ja meine Meinung. Und ich muss leider ihm einen Punkt abziehen, einen weiteren Punkt abziehen. Nämlich einen halben Abzug. Der eine Punkt ist leider, dass er nicht mit Emil weitergemacht hat. Weil das wäre so eine schöne Umrandung gewesen. So in der Mitte Emerald. Und ja. Und da kommen wir, wenn jetzt alle rechnen, wie wir sind 10 minus 1,5. Das müsst ihr Klasse 6 haben. An alle, die Sekundarschule gehen. Wie viel sind 10 minus 1,5? Ja, das könnt ihr sehr gut raten. Jetzt, wer? Einer schreibt in den Kommentaren, es ist 9,5. Es dient echt bei Matheaufgaben machen. Wirklich, da bin ich streng. Ich kann euch jetzt sagen, es ist 8,5. Es sind 8,5 von 10. Und es ist eine sehr gute Insel. Und ich wollte gerade noch was machen. 8,5 von 10 Punkte. 10 Punkte sind immer zu reichen. 10 Insel und Abzug. Und jetzt kommen wir zu Felix. Jetzt geht's los. Also er hier, naja, das kann ich nicht so viel sagen. Ich gehe einfach zu ihm. Was zum Fisch? Was zum Fisch? Was ist das für eine... Okay, ich sag gar nichts. Okay, Leute, wir gehen erstmal hier nach oben, wenn man darf. Okay, erstmal
sehr gute Aussicht. Seine Insel ist ein bisschen erweitert als in den letzten Wochen. In den letzten paar Wochen war das so noch nicht so aus. Ich will gar nicht alles ausschicken oder so. Ist mir was. Okay. Ich muss leider sagen, das ist die gute Insel. Und Leute, weil ich der Freund von Felix bin, sage ich jetzt Insel Top 10 Punkte. Jetzt zu das Feld regt mich auf. Guck mal, er hat zwei Felder. Er muss immer hin und her. Was macht da der Sinn? Ja? Tomaten. Das kann ich gerne als Apfel und die Erde mitnehmen, dahin packen. Ist ja seine schon. Dafür muss ich leider ihm einen Punkt abziehen. Er hätte das hier nochmal vergrößern machen können. Ja. Und ja. Sonst. Okay, das Gesicht ist so lustig. Was ist das? Okay, das ist einfach nur sass. Naja, nicht so sass. Ein Brunnen, das finde ich gut. Und gehen wir gleich. Wir gehen gleich dahin. Und das ist ein Haus. Kamens Hütte. Abonniert Kamen 18, also ihm. Kommt da nicht rein. Bist du mich veräppeln? Felix? Okay, Leute, an alle, die noch nicht Skill wie Toilets kennen, ich kenne es ein bisschen nur, aber ich gucke da keine Shorts mal richtig, weil es eigentlich nur sinnlos ist. Leute, an alle, dieser Quimus, oh Gott, ey, was rede ich da? Quimus. Leute, wieso sind noch ein paar noch bekloppt und testen diese scheiß bekloppte Mod? Leute, dieser Milchschick, das ist tödlich für Minecraft. Ich bin kein dieses Scheißspiel. Ja, tut mir leid an alle. Aber ich kann nur euch sagen, wer so einen Smoothie macht oder so einen Shake macht, dann sage ich als Mensch, du bist kein Mensch mehr, du bist ein Monster. Sorry, aber dieser Grimmish, ja, mit seinem Lied, Happy Birthday Grimmish, ich kann bitter singen, also. Ja, gut, auch hier nicht, ja. Aber trotzdem, das ist ja richtig für Schwachsinn, was die Ewigkeit da gemacht haben. Die haben einen Check in der Hose. Sorry. Würde die so ausfällig werden, aber das ist schrecklich. Naja. Also Skill Toilet, na gut. Skill Toilet kenne ich gut, aber nicht so gut. Man soll nicht diese Toiletten unterscheiden. Die haben in sich. Ich habe immer so befürchtet. Ist das wahr? Ist das wirklich wahr, diese Toiletten? Ich habe immer so Angst wegen unserer Toiletten. Weil da können immer so ein Mensch rauskommen und dann hasse ich es. Kann also eine Zukunft passieren. Wie sagt man schon bei mir, ich sage immer, was im Game kommt, das ist real. Ja? Also Cameraman, ich weiß nicht, wie Kamera auf Englisch richtig heißt. Also ich mag diese Camerons, Kameramann. Und die sind so gut. Er ja, hat so gut gemacht. Aber die Toiletten, naja, das möchte ich nicht so sagen. Weil die Toiletten soll einfach abgeschafft werden. Nein, nicht die Realtoilette. Nämlich das Spiel. Aber na gut, die Wicker denken einfach nicht nach, es ist ein Horrorspiel. Also eigentlich ist das für mich ein Horrorspiel, weil es ist doch super. Aber naja, zu der Bewertung. Es ist auch gerade Tag geworden. Ich bin doch so doll depp. Ja, deppig. So, warte. Und ich würde sagen, ja, so. Sogar nur für Kamera 18 Abonnenten. Abonnent Kamera 18. Okay, das ist sein auch. Okay. Ich habe schon ihn abonniert. Da habe ich immer. Wer ist denn dieser? Ist das ein YouTuber? Aber ich muss sagen,
9 von 10 ist sehr real. Das heißt, 9 von 10, what the fuck. Das heißt, Felix hatte Platz 1. Ist Platz 1 und er hier ist Platz 2. Und ich muss sagen, Platz 2 ist ein guter Platz. Vielleicht kommt bald ein dritter Platz und ja. Also wirklich, Felix hat mal heute gewonnen. Aber eigentlich hätte er sonst eigentlich gar nicht gewinnen können, weil, gut, von anderen, wie sie jetzt machen, okay. Ich? Nö, kannst du mich mal, okay? Freund oder Feind? Ja, das Leben ist kein Zuckerschlecken, sag ich jetzt schon. Aber ist egal, ich will auch das Video beenden, ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst einen kostenlosen Abo da, einen kostenlosen Like da und einen Kommentar da, würde mich sehr freuen. Like, Abo und einen Kommentar, da würde mich sehr freuen. Ihr könnt mich supporten natürlich und wir sehen uns dann zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Leute.